Aber ich glaube, das war's dann erstmal in dieser Zeit. Achso, wir können hier noch die Speiche hinzufügen. Immer noch einen alten Stein. Hier geht's auch nirgendwo hin. Dann gehen wir jetzt mal ins Mansion. Vielleicht können wir hier noch irgendwas finden. Ich vermute mal, dass wir den besonderen Schraubenzieher brauchen. She's severely wounded. I need to find some help. Ja, nicht rausziehen oder sowas. Einfach mal weiter brennen lassen. The passage is blocked by fire. Gleich nicht mehr. Ja, aber hier brennt's, hier liegt sie drunter, aber wir löschen nur da, damit wir mal nach oben kommen können. Die Holzstapel versperren mir den Weg. Unter diesen verbrannten Balken ist etwas. Können wir den mit der Zange denn irgendwie auseinander... Da ist eine alte Sichel. Da kommen wir aber noch nicht ran. Also gehen wir mal und gucken, ob im Laboratorium wieder ein neues Wimmelbild zu finden ist. Ja, dachte ich mir nämlich schon. Weil jetzt brauchen wir hier nämlich den Schraubenzieher. Schmetterling im Kasten. Schmetterling im Kasten? Was denn für eine Kasse? Kasten. Weiß ich auch nicht. Da ist ein Schlüssel. So, Taschenlampe, Lautsprecher, Atommodell. Hier ist ein Atommodell. Ein Mikroskop. Ist das das Mikroskop? Ja. Ein Recycling haben wir hier. Nochmal ein Kompass. Ein Katana. Also ein Katana. Spulen. Wer will denn was spulen? Ist das eine Spule? Nee, das war die Taschenlampe, die ich nicht erkannt hätte. Spulen, Dolch und Teller. Da haben wir einen Teller. Ein Dolch haben wir hier irgendwo vielleicht auch. Achso, warte. Achso, nee. Ist der Schmetterling im Kasten? Ach, den müssen wir festpieken. Oh Mann, das arme kleine Tier. Der war noch nicht mehr am Leben. So, Lautsprecher, Spulen und Dolch. Da ist der Lautsprecher. Spulen. Spulen. Ich habe keine Ahnung. Den Dolch sehe ich jetzt auch nicht. Ah, der Dolch im Gewande. Achso, da ist der Dolch. Aber die Spulen. Spulen. Da sind die Spulen auch nicht. Das Ding hier gemeint? Nee. Das Ding ist auch nicht gemeint. Eine Spule. Wahrscheinlich so eine Drahtspule, oder? Da kriegen wir die Tasche auch nicht auf. Ach, da sind Drahtspulen. Ein Schraubenzieher. Ja, da kommt auch gleich der Glücksdampf raus. Und hier werden wir jetzt einmal das Möbeljahr auseinanderbauen. Und wir finden hier die nächste Energiezelle. Das ist doch mal was. Hier können wir aber auch nichts mehr machen. Ist hier draußen vielleicht irgendwas? I have to get to the upper floor and save the baby from the fire. Ja, Mädel, aber du gehst ja hier nicht dran vorbei. Das ist ja jetzt auch nicht, nicht die Schwierigkeit, das hier so ein bisschen aus dem Weg zu treten. So, dann gehen wir hier nochmal zum altertümlichen Dorf in den Highlands. Ah, können wir mit der Zange... Ah, siehste.
Weißt du doch Bescheid. Achso, gibt es hier noch mehr, was man machen kann? Nö. Nicht so aus. Hier haben wir noch Gekröse am Wald hängen. Ich könnte ihn mit einer Sichel abschneiden. Ja, ich kann es auch einfach abreißen. Die Sichel wird ja nur benutzt, damit man die Pflanze nicht zu sehr schädigt. Aber das ist jetzt hier ein Notfall. Was ist denn hier ein neues Möbel? Nein. So, hier können wir schon mal den Stoßzahn reinschmeißen. Dann wird die Suppe nämlich grün. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als hier wieder im Laboratorium nach was zu suchen. Hatten wir denn hier irgendwo... Wir haben erst zwei von den Energiezellen. Ach, warte, hier war bestimmt... Ja, ja, natürlich. Recycling auch hier, aber auf kleinerem... in kleinerem Format. Schrauben, Schlüssel, Schuhabdruck, Papierknäuel. Da ist ein Papierknäuel, da ist ein Schuhabdruck. Also andersrum natürlich. Schraubenschlüssel, den haben wir da. Ein Feuerlöscher. Ja, hier haben wir mal einen neuen Feuerlöscher. Ein Schokoriegel. Lecker Schokoriegel. Aber wo? Na gut. Dann ein Mundschutz. Ein Mundschutz hatte ich hier irgendwo schon mal gesehen. Da ist ein Mundschutz, ein Karabiner. Ein Karabiner ist doch so ein Gewehr. Wo soll ich das denn hier finden? Ja, finden wir noch. Knochen und Wurzel. Da haben wir Knochen. Und eine Wurzel haben wir da. Ein Fossil haben wir da. Eine Larve hatte ich hier auch gesehen. Und eine Axt. Und meine Axt. So, Schokoriegel und Karabiner. Schokoriegel. Da ist kein Schokoriegel. Schokoriegel, wo bist du? Das ist ein altes Toastbrot. Karabiner ist doch so ein Gewehr. Merkwürdig. Ich sehe absolut kein Gewehr. Ich sehe nicht mal den Schokoriegel. Schokoriegel, wo bist du? Ist das der Schokoriegel? Nee. Ach, das. Ja, es gab zwei Brüder und die haben sich entzweit. Und jetzt stellt der eine den einen Part vom Schokoriegel her und der andere von dem anderen. Karabiner. Das ist doch so ein Gewehrdingens. Kann man noch niemand erzählen, dass das was anderes ist. Wie eine Mausefalle oder sowas. Da ist ein alter Bohrer. Ach, ein Karabiner. Karabinerhaken. Ich dachte gerade, es gibt, glaube ich, auch ein Gewehr, das Karabiner heißt. So, eine Axt. Damit können wir doch mal das Baby mal befreien. Sollte man vermuten. Natürlich. Wir hauen hier alles weg, was keine Miete zahlt. Was ist das? Picking up those burning coals with my bare hands. Ja, Einsatz zeigen oder nicht, ne? Da auf der Schublade prangt ein Sternenemblem. Wir sammeln jetzt erstmal das alte Baby auf. Huch. I have to immediately transport the child to safety. So. Dann gehen wir doch mal einfach hier hin, zack, und legen das da hinein. Man könnte ja auch einfach rausgehen aus dem Haus und das dann irgendwie der Polizei geben. Da wackelt das Ding rum und wir kriegen die dritte Energiezelle. Die setzen wir doch mal flux ein. Was? Ah, okay.
Das hier muss zusammen 100 ergeben. So, und hier kommt dann die 75 hin. Nee, da darf die 75 aber nicht hin. Ach, warte. Warte. So, die tauschen wir aus. Dann haben wir hier die 25. Und zusammen mit der 40, also mit der gelben, haben wir dann das. 40 und, ja, und das war's auch schon, weil wir nämlich mit der 40 keine 95 zusammenkriegen. Das ist ja doof gelaufen. So, dann machen wir das anders. Wir machen die 60 hier hin. Und die 25, das ist die 40 in Gelb, die machen wir dahin. Dann ist das schon mal richtig. Dann machen wir hier die 25. Und dann haben wir hier 65, hier 95, 25 und ja, das passt ja auch schon mal nicht. Ach, warte. Wir machen das andersrum. Und dann machen wir hier die 60 und da die 5. 5 ist blau. Und dann haben wir da die 90 in grün. Und rot war 75 und hier zwischen brauchen wir 80. Also passt das auch. Und ja, ist alles super sonderlocker leicht. Jetzt haben wir den Ring. Die kleine Esther Ambrose ist endlich in Sicherheit. Endlich schläft sie tief und fest, während ihre Familie weiter verbrennt. So, können wir das da irgendwie ranprügeln? Nein. Ich vermute mal, hier werden sich jetzt noch wieder ein paar Wimmelbilder auftun. Hier zum Beispiel? Nee, doch nicht. Dann schmeißen wir mal in der Vergangenheit den Ring hier hinein. Hier ist auch kein... Hatte ich gehofft. Ich versuche besser etwas anderes. Was brauchen wir denn? Wir brauchen noch eine Sichel. Da ist noch, fehlt noch eine Speiche. Hier können wir auch nichts machen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Schauen wir hier nochmal beim Brunnen, ob sich da vielleicht irgendwas verändert hat. Ist aber auch nichts irgendwie neu. Müssen wir hinein. She's severely wounded. I need to find some help. Du musst leider weiter verbrennen, während ich hier mich ein wenig umsehe. Achso, die wollen wir ja nicht ohne. Achso, die Sichel, endlich. Damit können wir doch jetzt mal wieder in die Vergangenheit reisen. Und sicheln da mal so ein bisschen rum. Schneiden das mal ab. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen Stein, dann brauchen wir noch einen anderen Stein und dann den Ring. Hier ist kein Himmelbild mehr. Ich kann keltische Symbole und Gegenstände erkennen. Was? Wer hat hier gelebt? Ein Kelte vielleicht? Mal schauen, ob hier nochmal irgendwas ist. Hier ist kein neuer Müllhaufen, der sich aufgetan hat. Auf dem Behälter steht Regenerationskammer für den sicheren Verwundetentransport, die Ambrose-Ringe verwenden. Ach, ich verstehe. Wir lassen sie da doch nicht verbrennen, sondern wir legen ihr einfach den Ring in. Siehste? Oh, was ist hier? Ach, plötzlich eröffnet sich auch die Möglichkeit, wieder ein wenig im Dreck zu wühlen. Eine Sauciere. Da ist eine Sauciere und eine Glocke. Eine Glocke? Du alte Glocke. Wo ist die Glocke? Achso, warte, da ist die Glocke. Und ein Fasan. Bist du der Fasan?
Nee, du bist die Faunfeder. Du bist der Fasan. Schriftrolle, Zielscheibe, Tintenfass. Schriftrolle. Kann man so ein Buch doch einfach mal eindrehen. Achso, das Nest. Da ist ein Löffel und ein Ziegelstein. Ein Tintenfässlein. Tannenzapfen. Da ist ein Tannenzapfen. Streichhölzer. Haben wir auch. Und wir suchen jetzt noch eine Schriftrolle. Wo ist die Schriftrolle? Können wir das irgendwie eindrehen? Nein. Schriftrolle, Brief, was auch immer. Und wir haben einen Kupferring. Sehr schön. Jetzt probiere ich es nochmal. Hier, vielleicht ist ja hier auch ein neues Wimmelbild entstanden. Aber sie müsste ja jetzt hier... Diese Frau ist hier. Sie sieht besser aus. Besser. Besser als was? There's no reason to venture deeper into the cave. There's no reason to venture deeper into the cave. Dann heul mal hier nicht so rum. So, hier können wir den Ring schon reinwerfen. Sehr schön, wir brauchen noch einen Stein und noch so einen Prügelstein. Achso, hier ist ja gleich das nächste Wimmelbild. Jetzt kommt Schlag auf Schlag. Haselnüsse. Siehst du, keine Kastanien, sondern Haselnüsse. Erdnüsse haben wir auch. Tomaten haben wir auch. Bohnen. Wo sind die Bohnen? Sind es Brechbohnen, die gemeint sind, oder Bohnen? Bohnen? Nee, das ist hier Salat oder irgend sowas. Ach, da sind Bohnen. Haha. So. Korken, den haben wir da. Eine Waage. Da ist eine Waage. Ein Hirsch. Achso, Hirsch braucht aber Geweih. Sonst ist Hirsch kein Hirsch. Aber wo ist Geweih? Und muss es unbedingt ein Geweih sein? Hier ist eine Raupe. Ist das hier die Zange? Nee. Ach, warte, hier ist die Zange. Ein Löffel. Löffel. Auge, Ei. Da ist ein Ei. Oh, da ist ein Auge. So, was haben wir noch? Löffel und Hirsch. Ach, warte, hier ist... Also, das ist nur ein Teil. Dann muss ich den zweiten auch suchen. Oder reicht das schon? Nee. Halbes Geweih. Mit einem halben Geweih bist du kein echter Hirsch. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Und ein Löffel auch noch. Ist das der Löffel? Nee, warte, hier ist der Löffel. Bei der Spinne ist auch kein Geweih. Ah, jetzt habe ich das Geweih gesehen, dachte vor allem, und da ist es ja. Da fragst du dich auch einiges, ne? Geweih, geh weg. Wo ist denn das Geweih? Hier ist eine alte Eule. Ach, da ist es. Da habe ich es überhaupt nicht gesehen. Nicht mal geahnt. Und wir haben eine Zange. Ach, mit der Zange können wir bestimmt die heißen Kohlen aufsammeln. Nee. Da. Ach, und das sind die... Das ist der Dings, der komische Stein, der da diese... Warte, ich zeig euch. Machen wir schneller. So. Das hier ist offensichtlich ein Stück Glut. Die färbt das Ganze rot. Jetzt brauchen wir noch den einen Stein, den wir noch nicht haben.